Obwohl ich zugeben muss, es ist nicht einfach, die Rechnungen als Künstler zu bezahlen. Okay. Warum stellst du nicht eine kleine Ausstellung in der Stadt auf die Beine? Warum verkaufst du deine Kunst nicht im Internet? Ich meine, wir wollen ja auch der Stadt dienen. Deswegen würde ich vorschlagen, das Erste. Besorgnis. Okay, alles klar. Danke, Blaumeister, für diesen Input. Hast du dir das eigentlich angeschaut noch? Oh, nee, krass. Hab ich nicht. Muss ich heute. Aber ich habe die Essenz von dem Dings verstanden. Von deiner Nachricht. Interessant. Ich denke, ich könnte etwas in die Wege leiten, um diese Stadt zu einem wahren... Ey, haben wir jetzt irgendwas in die Wege geleitet? Also auch für die Stadt? Das wäre ja cool. Wenn diese Ausstellung tatsächlich passiert, irgendwann. Aber was, wenn keiner meine Skulpturen mag? Ich wäre am Boden zerstört. Ah, gib dir ein Rockmädchen. Ich muss darüber nachdenken. Jedenfalls danke fürs Vorbeischauen, Jack. Wo ist die Trompete? Du wirst knicki-knacki mit deinem Bro? Hab ich Bro gesagt, ne? Das ist besorgniserregend. Gut, Moment. Ich habe aber erzählt das jetzt als Gespräch. Also als dieses 0815-Gespräch. Hi, Jack. Eine Ausstellung für die ganze Stadt. Das ist eine gewagte Idee, Jack. Boah, die macht sich jetzt schon Kopf, ne? Die hat schon mit Arbeiten aufgehört. Die macht sich jetzt schon Kopf. Kann hier aber noch nichts schenken. Gut, Lea hätten wir für heute. Wir haben auch schon wieder 16 Uhr. Das darf mein Bro nicht hören. Dann macht er diesen... Es gibt doch dieses Meme. Really? Dieser eine Typ. Wo wir beim Thema Memes sind. Heute sind alle in der Kneipe, fällt mir gerade ein. Lass mich doch, Mann. Lass mich doch im Müll rumwühlen. Jo, das ist der Kneipengang. Eindeutig. Erledigt von der ganzen Woche. Ab ins Knäbsche. Ach, die haben sich sogar begrüßt. Oh, wie cool. Lea ist schon hier. Mädchen, wann? Die kippt sich auf jeden Fall heute ein über die Binde. Mit dem ganzen Stress, den ich ihr angetan habe. Hey, du. Bei Pierre ist vorbeigeschaut und Kartoffel gekauft. Und Kartoffel. War das erste Mal seit langem, dass ich sowas dort gesehen habe. Also habe ich es letzte Nacht zu Abend gekocht. Das ganze Haus roch füllend. Es war ein Hit. Ich bin froh, dass Pierres Lager endlich wieder erweitert wird. Chef läuft in der... Ja, du immer mit deinem Standardspruch, ne? Hi, Gas. Das ist so cool, ne? Dass sie sich hier so begrüßen und so. Sieht nach... Okay. Okay, noch können wir mit dem Louis reden. Aber nicht mehr lange. Guten Abend, es ist schön, dass du dich mit den Leuten unterhältst. Es ist gut, hin und wieder mal vorbeizuschauen und zu sehen, was in letzter Zeit so passiert ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Er sagt eigentlich auch immer dasselbe. Er auch. Die beiden tanzen jetzt wieder. Pass auf, der sagt irgendwas mit Topspin. Wenn ich dem Spiel Topspin versetze. Ist klar, Junge, ist klar. Wenn du wirklich Fische zum Anbeißen bringen willst, achte darauf, dass du Köder am Haken befestigst, okay? Die frische Luft des Tals ist gut für den Körper und Verstand. Ja, okay, lass mich durch. Okay.
Tschüssikowski. Weiß man eigentlich, wann die Lea Geburtstag hat? Steht das hier drauf? Okay, im Frühling anscheinend nicht. Schade. Mir fällt gerade auf. Unser Charakter hat gar keinen Geburtstag. Wie assi ist das denn? Das ist hier das dritte Jahr ohne Geburtstag. Das ist nicht cool. Es können ja die Leute auch mal versuchen, eine Beziehung zu mir aufzubauen. Was ist das für eine Einbahnstraße? Nee, 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 nee. Ich muss den Entwickler anschreiben. So geht das nicht. Also ernten kann ich auch noch nichts. So, Tiere sind im Schital. Ich muss das jetzt unbedingt mal machen, weil die Idee an sich ist ziemlich nice. Machen wir mal hier. Nee, nicht Hartholz. Nein, 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 nein. Normale Holz. Hier. Eine Einbahnstraße, die man reiten kann? What? Hallo, ich rede von eventuell auch freundschaftlichen Beziehungen, obwohl heutzutage läuft das mit freundschaftlichen Beziehungen ja noch besser. F plus und so, ne? Oh, nice. Das sieht sogar cool aus. Das hat sogar was Ästhetisches. Cool. So, ich habe noch 9. Noch 13 mal Gras. Das heißt, wir nutzen das auch aus. Wobei gerne immer so 2 Stück. 1, 2. Pong, pong. Wir haben 10 Uhr. Hier auch noch. So. Ja, ich denke, oder? Ist das nicht vielleicht sogar zu wenig, ey? Doch, ich denke, ich sollte das vielleicht überall machen. Weil ich habe schon ziemlich viele Tiere am Start. Egal, mache ich morgen. Mache ich am Morgenabend. Ja, das wollte ich nicht. Eine Einbahnstraße, wo es Pferde gibt, die man reiten kann. So. So, 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 so. Kann ich irgendwas verticken? Ja, bestimmt. Bestimmt. Ich glaube, ich habe den ganzen. Ah, ich habe hier wieder nichts abgeholt. Das kriege ich hier mit dem Käse eigentlich mehrmals am Tag hin, wenn ich mich
ein bisschen cleverer anstellen würde. Ich glaube, ich verkaufe den auch direkt. Ja, es wird spät, ich weiß, ist ja gut. Weg, weg, weg. Käse auch weg, Mayo. Ich vertick einfach mal alles heute. Pilze natürlich nicht. Das auch nicht. So. Ich sollte mir mit den vorhandenen Pilzen so langsam auch mal diesen Elixier-Gedöns zaubern. Was war das? Alles klar, Johann. Viel Spaß. Bis nachher. Sorry. Tag 6. So, wo war das nochmal mit dem Trank? Ah, hier. Ja, genau. Moment, was ist das? Roter Pilz und Pfifferling. Nee, Moment. Shit, so viel kann ich gar nicht. Also roter und Violetta vor allem. Violetter Pilz, die vermiesen mir das ein bisschen. Weil die gibt es nicht so oft. Und Morchel. Zweimal Energie und 90 Gesundheit, das ist echt nicht schlecht. Und Knoblauch. Also Knoblauch, aber 10-mal Knoblauch und 1-mal Öl, das ist doch viel zu viel, Mann, ey. Das ist doch Wucher. Feder, das kann auch da rein. Apfelbaum. Der gibt, glaube ich, nur im Sommer, ne? Kann das sein? Da tut sich gar nichts hier. Kann ich ja froh sein, dass ich die 3 Äpfel schon habe, ehrlich. Kann man auch immer nichts ernten, ne? Ah, doch, hier. Was ist das? Ah, Knoblauch. So, ich habe jetzt 8-mal Knoblauch geerntet. Ich könnte noch nicht mal ein so ein Ding craften. Nee, wohin? Ich bin noch nicht bekloppt. Dann lieber regelmäßig meine Pilzhöhle hier besuchen. Ja? Ja, wo jetzt natürlich nur brauner Pilz am Start ist. Ich frage mich, ob ich das hier beeinflussen kann. Oder ob das totally random ist. Wäre natürlich cool, wenn er mir hin und wieder auch mal Rot und Blau gibt. Wieder alles ohne Pferd. So, wir brauchen Samen. Und zwar 8 an der Zahl. Schau mal, was ich noch so da habe. Ja, Blumenkohl ist 12 Tage. Ja, kriegen wir hin. Ups. Rhabarber. Ich pflanze auch mal einen Rhabarber an. Einfach mal so. 13 Tage. Okay. Vielleicht brauche ich Rhabarber ja mal.
irgendein Gericht oder so. Who knows? Befestigt ist der Shit schon, ne? Oh, ich sollte mal die Tiere rauslassen. Da kann ich auch direkt mal beobachten, wie viel die jetzt hier wegfressen und wie viel potenziell nachwächst. Aber erstmal liebe ich euch. Leute, wir müssen echt aufs Land ziehen. Ich sag's euch. Das wäre ohne Ende dope. Jetzt schauen wir mal. Ja, wir haben sie schon. Wir haben sie schon gut was weggesnackt. Das waren noch nicht mal alle. Ja, ja. Ich muss viel mehr Gras anbauen. Komplett ringsherum. Unter den Zaun komplett. Machen wir heute Abend. Erstmal die Lea besuchen, ne? Weil Flirtation. Flirtation. Ja. Ich meine, das müsste dir ja eigentlich schon beeindrucken, wenn ich mit so einem Pferd angeritten komme, oder? Doch mal ohne Ende dope. Dass die direkt schwach werden, so, oh Gott. Was ist das für ein Dude? Sieht so aus. Ey, Willy! Wenn Fischen wieder etwas beliebter wird, ja, weiß ich doch. Ich weiß. Der Prinz kommt immer. Ja, okay, hast auch wieder recht. Vielleicht muss ich den irgendwie mit Schafwolle. Weiß machen. Ist übrigens mega rassistisch, aber okay. Liebe ist, je nach Jahreszeit anders zu dekorieren. Okay. Die hat keinen Fernseher zu Hause. Das ist schon ein bisschen creepy. Ja, Gespräch ist done and done. Könnt ihr ja eigentlich zusehen. Für nächste Woche direkt mal ein geileres Geschenk zu machen. Nicht nur diese Standardgeschenke, sondern wirklich ein geliebtes Geschenk. Das Problem ist, ich habe schon den meisten Shit habe ich ihr schon geschenkt. Es fehlt Gemüsepfanne, Gemüseeintopf. Und das war's auch schon. Den Rest habe ich ihr komplett geschenkt. Das heißt, das sind gar nicht immer so viele. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht, ob man doppelt schenken kann. Kannst du auch doppelt schenken? Ja, kannst du, hast meine Gedanken gelesen, Blaumeise. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Sonst könnte man ja ein geliebtes Geschenk einfach spammen. Dann hätten die anderen geliebten Geschenke ja gar keine Bedeutung. Ich weiß es nicht. Deswegen orientieren wir uns erstmal an den beliebten Geschenken. Also an den Leitgeschenken. Weil davon habe ich noch viel mehr offen. Treibholz, Haselnuss, Stechpalme, Stechpalme? Winterwurzel, whatever. Ja. Aber nächste Woche erst. Du.
Was mache ich heute so? Ich könnte das mit dem Gras machen für die Tiere. Dafür brauche ich im Endeffekt gar nichts. Morgen könnte ich zur Mine. Das wäre echt mal eine Maßnahme. Obwohl, Moment. Oft habe ich hier noch ein paar Sachen. Ja, siehst du, das schon mal wenigstens. Nee. Versuch's doch, ich glaube schon. Ich habe die damals mit Trüffeln zu... Ehrlich? Schon viele Updates. Ich schau mal, ich versuch's mal. Dann schenke ich ihr am Montag bewusst etwas, was ich ihr schon mal geschenkt habe. Machen wir das so. Also was Geliebtes. Um Wein kümmere ich mich auch gar nicht. Oh, Trüffel. Stapelt er das nicht? So. Das ist ein so Standard-Tiergeräusche, so amüsieren können, ne? Merkst du echt, dass ich in der City groß geworden bin? Ja, lila, stimmt. Das ist so cool, dass ich alles, was ich einsammle, dass das automatisch lila ist. I like. Sieht doch gut aus. Ja, das war, glaube ich, unnötig. Schön drin bleiben. Okay, ist quasi ringsherum. So, ich glaube, da fehlt eine kleine Stelle, aber sei es drum. Hier könnte ich noch einen hinballern. Direkt vor die Tür. Ey, Ente! Geh wieder zurück! Husch, husch! Das ist bestimmt Darkwing! Der alte Rebell.
So. Schon 17 Uhr. Tag ist gelaufen. Crazy. Crazy. Immer neue Pilzchen. Nee. Pilze kommen, glaube ich, so alle 2-3 Tage. Knofi behalte ich mal. Und den anderen Shit auch. Könnt ihr ja auch mal schauen, was ich kochen kann, ne? Koche auch viel zu wenig. Bis gar nicht. Vor allem, wenn ich jetzt plane, morgen in die Mine zu gehen, brauche ich gutes Gericht, was mich bei Laune hält. Ein Diamond noch weg. Ein Bright. Nee. Omelette. Also Weizenmehl, Öl fehlt mir. Ich habe keine Ahnung, wie ich Öl mache. Moment, ich habe doch eine Ölpresse da, ne? Und ich habe doch hier irgendwo, hier, man kann doch bestimmt aus Weizen irgendwie irgendein Weizen, Rapsöl, whatever machen. Versuch das mal. Achso, ich habe auch Sonnenblumen da, ne? Das ging nach hinten los. Wahrscheinlich brauche ich Sonnenblumen. Weil Oliven gibt es hier keine. Wenn mir jetzt irgendjemand erzählt, es gibt Oliven in dem Spiel, dann raste ich aus. Wo ist die Sonnenblume? Da. Naja. Das dauert wahrscheinlich auch eine halbe Ewigkeit. Weil es dieselbe Animation wie vom Weinfass. Deswegen nehme ich mal ein paar Fertiggerichte mit. Matrosentelle. Plus 3 Fischen, das wäre eine Verschwendung. Max Energie Magnetismus. Nee. Herbstfülle ist nice. Sehe ich gerade. Obwohl hier, dieser Kuchen ist auch nice, komm. Ich nehme 3-mal den Kuchen mit. 1-mal so einen Matrosenteller, dann habe ich 2-mal Elixier, das sind quasi 6 Heilungen. Gute Heilungen. Dann könnte ich noch was für meine Geschwindigkeit tun. Brauche ich nicht wirklich. Dann muss ich auf jeden Fall ein paar Bomben mitnehmen. Warum nicht direkt 11? Aber noch ein paar Sachen ablegen. Zum Beispiel Kupferpfanne, Gießkanne, die Sense von mir aus auch, ne? Hacke auch. Angel lasse ich mal. Vielleicht gibt es da irgendeine geheime Stelle, wo ich angeln kann. Who knows? So. Da sind wir doch tipptopp vorbereitet. Für den morgigen Ausflug. Von mir aus schmeiße ich nochmal die Glotze an.
Teils wolkig mit leichten Brisen, okay. Erwartet eine Menge Pollen. Soll das jetzt irgendein Hinweis sein? Ich kann jetzt toller anbauen oder so? Ist das was für die Bäume vielleicht? Mein Haus ist so groß und so leer. So, schlafen. Kurz die Tiere rauslassen. Die Pam, die kommt ja eh erst um. Oh shit, jetzt kann ich auch noch ernten. Dann machen wir das eben. Ausgerechnet heute. Achso, ernten kostet gar keine Energie? Das ist mir jetzt neu. Ich habe wieder die Tore aufgelassen. Ich lerne es nicht, ne? Paula auch schon voll, nice. Die Jutta Paula. Kartoffeln verscherbeln war. Kommt Trüffel auch. Das war mehr. Ah, okay. Nee, Öl geht schneller anscheinend. Gut zu wissen. Ganz schnell einen Abstecher zu dem Händler unten, der ja sonntags auch kommt. Bis dahin müsste dann die Pam schon zur Arbeit antreten. Ich hoffe, die arbeitet sonntags. Bin mir gerade nicht sicher. Also wenn es Happy Hour in der Kneipe gibt, dann ist es vorbei. Überbackener Blumenkohl. Yummy. Riecht großartig. Ja, da bin ich sicher. Nee. Will ich alles nicht. Vielleicht noch kurz der Lea Hallo sagen. Ah, jetzt habe ich keinen Trüffel dabei. Ah ne, ich kann dir sowieso noch nichts schenken. Erst morgen wieder, ne? Verschlossen. Okay. Dann nicht. Du siehst, das Pferdchen auch reitet, ne? Die Animation. Ich dachte, vielleicht sehe ich die Leia noch. Yeah.
Ne? Manchmal ist die hier. Nope. No, leider nicht. Gut, Bushaltestelle. Pamski. Also wenn wir viele von diesen Tunneln erwischen, die einen irgendwie direkt 3-4 Ebenen nach unten schicken, könnten wir das schaffen. Ich verschwende gar keine Zeit. Könnten wir das schaffen bis 25? Dann bin ich eigentlich zuversichtlich. Ja, und schon habe ich so Gegner, die richtig viel Zeit in Anspruch nehmen. Praktisch null gefährlich, weil übelst langsam. Aber die sind so süß. Okay, direkt runter. Gar keine Zeit verlieren. ASAP. Okay. Oh, hier muss ich abbauen. Ja, das ist auch immer Glück hier. Ah ja. Sehr gut. Boah, Alter. Die machen einen Schaden, ne? Diese kleinen Fuckviecher, ey. Ah, gut. Weiter geht's. Knochenfragment. Würziger Aal. Lecker Aal. Nicht. Mann. Oh, da wurde er wütend. Boah, dass die auch immer so weit wegfliegen, ne, wenn man die... So. Uhr schon. Also bis jetzt sieht es nicht sehr gut aus. Ich erwische bis jetzt immer nur Leitern. Ja gut, jetzt habe ich so einen Schacht. Nur drei Ebenen. Direkt noch eine Leiter. Die Fliegeteile kriege ich eh nicht kaputt, ne? Da baust du echt auf Granit. Okay, weiter geht's. Wieder mal eine Torte. So.
Sicher, sicher, Chat. Komm, ey, ich brauch dich nicht. Hau ab. Obwohl, vielleicht verbirgt er irgendeinen. Nö. Kohle geht immer klar. Stufe 10 gerade mal, ne? Oh, Alter. Fuck off. Leute, ist das nicht für dieses Galaxy-Schwert, whatever? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Also irgendwas mit Prisma war das auf jeden Fall. Weil dann würde es sich eigentlich lohnen, die Mine direkt zu verlassen. Denn falls ich verrecke, dann ist scheiße, dann verliere ich das potenziell. Das wäre nichts gut. Oh oh. Oh oh. Keine Ahnung. Ich meine schon, ey, Blaumeise. Da gibt es in der Wüste so drei, oder so ein Tempel. Und da musst du das irgendwie. Oder brauche ich drei dafür? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier jetzt weiterkomme. So eine Leiter wäre mal nice. Nö. Hör doch auf, ey. Muss ich jetzt alle Gegner besiegen, oder was? Ich dachte, das ist nur, wenn ein Totenkopf ist. Gleich achte nur. Uncool. Oh ja. Komm, 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 komm. Ebene 11. Noch nicht mal die Hälfte. Es ist schon abends. Boah, jetzt zwei. Das ist so ein ekelhafter Gegnertyp.
Oh! Nein! Schwinde. So, ich darf Hauptsache mein Ding nicht verlieren hier, mein Prisma-Ding. Okay. Boah, zwei Diamanten? Ist auch nicht schlecht. Boah, ist das ein nerviger kleiner Penner, ey. Komm, jetzt wo ich euch in der Ecke hab, da sehe ich euch mal schön. Fucking Nervensägen, ey. Also, das hätte mir ruhig eine Leiter geben können. So viele Gegner. Ah, klar. Stufe 13. Das schaffe ich nie im Leben. Oder so ein fliegender Penner. Immerhin kriege ich guten Loot. Shit, ey. Magma-Geode. Keine Chance. Keine Chance, Chat. Entweder stelle ich mich echt sehr blöd an. Oder mir fehlt irgendwas ganz Tolles. Oder ich weiß nicht. Es meinte mal einer im Chat, dass man so Totems, so Teleportationsdinger benutzen kann. Aber verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie das funktionieren soll. Weil soweit ich weiß, muss ich die erst irgendwo aufstellen. Und dann kann ich mich entsprechend irgendwo hin teleportieren. Ja, es ist gleich Mitternacht. Okay, weg hier. So ein Rotz. Ich will wenigstens dieses Prisma-Ding nach Hause schaukeln. Ich habe die arme Pam Überstunden machen lassen. Schlafen. Oh,
Schläger. Verursache 15% mehr Schaden. Plus 25 LP. Boah, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall besser hier. Okay. Gut, Cash gemacht auch. Jetzt würde ich natürlich direkt mal in der Wüste abchecken, was ich mit diesem Prisma-Ding anstellen kann. So, das kann alles hier rein. Schmied müsste ich auch mal dringend. Dringend. Nee.